möchte mich kurz vorstellen. Ich bin vom Beruf Architekt und Fotograf, habe noch eine Fotoschule und schreibe Lehrbücher zur Fotografie, wo Sie vielleicht auch schon einzelne davon gesehen haben. Hier an der Fotokina werden Sie überflutet von Technik. Die Seele überquillen mit technischen Informationen und was manchmal etwas verloren geht, ist das Bild selbst. Wie kann ich ein wirklich herausragendes Bild machen? Was ist das Geheimnis zwischen in diesen Bildern drin und wie kommunizieren diese Bilder mit uns? Und ich möchte Ihnen in der nächsten halben Stunde einen ersten Teil von meiner neu entwickelten Bildanalyse nach dem Vier-Augen-Modell vorstellen. Es geht also bei meinem Vortrag um Bilder wie dieses, Bilder, die eine spezielle Magie haben. Das Bild hat mehrere internationale Fotowettbewerbe gewonnen. Es hat eine Ausstrahlung. Wie machen wir solche Bilder und wie kommunizieren diese Bilder mit uns? Um das zu verstehen, ist es allerdings wichtig zu wissen, wie funktioniert die Fotografie überhaupt. Und die Fotografie ist grundsätzlich verschieden von dem, wie wir die Welt wahrnehmen. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung von unserer Umwelt, wie ein Bild aus einer Kamera die Umwelt zeigt. Da gibt es 8 grundlegende Unterschiede. Ich werde sie Ihnen dann kurz rasch vorstellen, einzeln. Der erste Punkt ist eigentlich banal. Fotografie macht flach. Ein Bild ist zweidimensional. Die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, ist dreidimensional. Okay, es gibt langsam auch 3D-Bilder, aber das sind auch nur Annäherungen an die Welt, wie wir sie wahrnehmen, dreidimensional. Ganz ein wichtiger Punkt in der Fotografie, dass die Fotografie rahmt ein. Wir nehmen 180 Grad wahr von unserer Umwelt. Die Fotografie ist immer ein Ausschnitt und der Ausschnitt entscheidet über die Wirkung. Die Fotografie zeigt uns Dinge, die wir gar nicht sehen können. Niemand kann einen 200 Kilometer schnellen Motorradfahrer erkennen mit den Augen. Die Fotografie kann das. Ganz spannend ist das Thema mit dem Fokus. Wenn ich jetzt hier rumschaue, dann ist für mich immer alles scharf. Weil meine Augen stellen immer automatisch scharf. Und im Gehirn wird das Bild zusammengesetzt. Aber ich sehe immer nur 2 Grad scharf. 2 Grad, ganz eng. Und im Gehirn gibt es ein scharfes Bild. Die Fotografie ist anders. Wir setzen einen Fokus und eine ganze Ebene ist gleichzeitig scharf und alles dahinter und da vorne ist nicht scharf. Mit dem können wir spielen, mit dem können wir Wirkung erzielen. Wenn Sie so ein Bild machen, sehen Sie mit Ihren Augen alles. Sie sehen das Modell, Sie sehen den Fotografen, Sie sehen den Himmel, Sie sehen den Stein. Die Fotografie kann das nicht. Also wir spielen mit diesen Kontrasten, mit dieser Kontrastverstärkung in der Fotografie. Ein weiterer Punkt, die Fotografie verändert die Farben. Wenn Sie am Tag fotografieren, ist das ganz wenig. Wenn Sie bei Mischlicht fotografieren, wie hier, müssen Sie sich entscheiden, was wird richtig dargestellt. Entweder das Zimmer oder der Vorhang. Beides geht nicht in der Fotografie. Unser Gehirn hingegen kann das. Wir machen immer automatisch einen Weißabgleich. Wir sehen immer alles richtig. Die Fotografie kann das nicht. Auf der anderen Seite kann die Fotografie 360 Grad zeigen auf einen ganz kleinen Ausschnitt. Mit unseren Augen können wir das nicht. Auch das ist ein grundlegender Unterschied. Wenn wir ein Haus anschauen, zum Beispiel den Mailänder Dom, dann sehen wir die Linien nach hinten nicht stürzend. Weil wir wissen, der Dom steht senkrecht, also sehen wir den Dom senkrecht und wir malen ihn senkrecht. In Wahrheit kippt er. Das wäre richtig, aber wir sehen es anders. Wir sehen es so. Auch da ein grundlegender Unterschied, wie wir die Welt sehen. Fazit aus diesen 8 Unterschieden. Die Fotografie zeigt uns nie die Welt, wie wir sie wirklich sehen. Sondern die Fotografie ist immer eine Interpretation. Und das macht die Fotografie so faszinierend und so spannend, weil wir können die Welt interpretieren und sie so zeigen, wie wir sie wollen und wie wir sie sehen. Also nutzen Sie diese Unterschiede, zeigen Sie Bekanntes und Unbekanntes, um Wirkung zu erzielen.
Jetzt aber, wie kommunizieren Bilder mit uns? Was passiert da, wenn wir ein Bild anschauen? Um das zu verstehen, müssen wir uns etwas mit der Kommunikation der Menschen beschäftigen. Und wir wissen aus Erfahrung, das ist manchmal ziemlich schwierig mit dieser Kommunikation. Es kommt häufig zu Missverständnissen. Die Kommunikation mit Bildern ist somit eine Teilmenge der menschlichen Kommunikation. Und wenn wir das verstehen wollen, beschäftigen wir uns zuerst kurz mit der menschlichen Kommunikation. Sie kennen das, Frauen und Männer sind ja nicht genau ganz gleich. Frauen sind manchmal etwas schwieriger oder anders oder für uns Männer manchmal schwer zu verstehen. Umgekehrt ist es genau gleich. Das macht ja das Ganze interessant. Ich habe hier ein kleines Video, um Ihnen zu zeigen, wo diese Probleme liegen könnten. Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.